Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mad Games Tycoon 2. Wir machen weiter bei Tiger Games. Motu Pinball 8 ist jetzt kurz vor der Fertigstellung. Im Grunde könnten wir es schon veröffentlichen, jedoch haben wir noch ein paar kleinere Bugs drin, die jetzt auch gefixt werden. Bugfixing, zack. Und ja, Sound fehlt noch. Der Rest ist fertig, Grafikstudio ist fertig und unser Motion Capturing Studio auch. Heißt, wir warten im Grunde mal wieder nur noch auf den Sound und dann wäre das Spiel eigentlich Release fertig. Es hat jetzt 51 Millionen gekostet, das Ganze zu entwickeln. Das ist ähnlich viel wie bei Medieval King 2000, das auch ein AAA-Spiel war. Auch 51 Millionen. Aber schön, bisschen Geld, aber das ist halt noch nicht fertig, das Spiel. Also es wird wahrscheinlich sogar noch weiter steigen. Problemchen ist, da sind wir nicht dabei, wir haben nichts veröffentlicht. Problemchen ist, der Trend für Geschicklichkeitsspiele hält nur noch 10 Wochen und es wäre halt sehr schön gewesen, wenn wir das Spiel im Geschicklichkeitstrend hätten veröffentlichen können, weil es ja ein Geschicklichkeitsspiel ist. Wird aber nichts. Außer ich hau das jetzt unfertig raus mit fehlender Soundverbesserung. Bin ich aber überhaupt kein Fan von. Möchte ich eigentlich nicht machen. Und deshalb tendiere ich dazu, jetzt halt einfach zu warten und den Trend leider nicht nutzen zu können. Wir pushen das aber noch auf einen 100er Hype. Zack. Das wäre mir dann doch noch relativ wichtig. So, sind die da oben? Ne, die machen noch das Update für Medieval King, das gerade ein bisschen am Sterben ist. Und gleich hoffentlich nochmal eine Wiedergeburt erleben wird. Das ist fertig. Dann müssen wir dringend Beyond the Future 5 updaten. So. Oh ja, ist gut gestiegen. Schön. Ja, Server ist noch überhaupt nicht ausgelastet, also da kann auf jeden Fall noch ein viertes Free-to-Play-Spiel dazu. Gar kein Problemchen für uns. Ja, unser Tochterunternehmen hat ja jetzt auch Ende des letzten Parts ein weiteres Spiel veröffentlicht. Das Add-on zu Cell 3, deiner 79. Macht damit auch ganz netten Umsatz, gibt uns da auch die Hälfte als Umsatzbeteiligung. Und aktuell entwickeln die Shock 4, das dauert aber noch einige Wochen. Bin ich sehr gespannt, was das gibt. Und wir können eben auch über die publishen, wenn wir zukünftig ein richtiges Spiel irgendwann mal wieder entwickeln sollten. So, wie sieht sie mit Geschicklichkeit? Ah, Geschicklichkeit ist jetzt ganz weit unten. Das ist blöd, meine Damen und Herren. Das ist echt blöd. Schade. Strategie ist beliebt, das heißt Medieval King sollte steigen. Wo ist ein Denkspiel? Oh, auch nicht so beliebt. Und RPG ist auch relativ beliebt. Das steigt dann vielleicht auch wieder. Marginal. Die brauchen und brauchen und brauchen mit dem Sound. Das ist echt übel. Wir haben leider keinen Platz mehr, um das zu erweitern. Das ist das Problem. Hier ist alles voll. Daher müssen wir aktuell halt noch mit dieser kleinen Soundabteilung leben. Ja, ist blöd. Aber wir haben es jetzt bald. Wenige Wochen noch und dann können wir Motu Pinball 8 veröffentlichen. Real 3D Sound. Wir haben aber trotzdem deutlich weniger Sound als Grafikpunkte. Das ist schon übel. So, kommt, gleich haben wir es, gleich haben wir es. So, die Kollegen sind fertig, dann veröffentlichen wir auch das Spiel direkt vor dem Sommerloch. Das ist ab 1.6. So, online vertreiben. Nächste Woche kommt das auch schon raus, ganz genau. Zack und zack. Boah!
Eine 97. Ich werde wahnsinnig. Das ist eventuell. Es ist das beste Spiel aller Zeiten. Moto Pinball 8, unser kommendes Free-to-Play-Game, ist das beste Spiel aller Zeiten. Ach so, ich habe hier Geschicklichkeit ausgewählt. Warum denn das? Es ist trotzdem das beste Spiel aller Zeiten. Trotzdem ist es mit einer 97 das beste Spiel aller Zeiten. Sehr schön. Da können wir uns auf die Schulter klopfen. Und da machen wir jetzt auch direkt mal ein normales Update für. Zack. Und ich bin gespannt, wie die Zahlen jetzt bald aussehen werden. Ich bin sehr gespannt. Okay, es fängt harmlos an. Ist aber trotzdem auf der 1 bei den Downloadzahlen. So, wir machen jetzt auch schon mal. Das Spiel ist ja so gut, da können wir auch mal ein bisschen ne, abcashen. Zack. Und das steigt weiter. Sehr schön. Die machen auch ihr Beyond the Future 5 Update. Ihr macht mal einen Spielebericht. Brauchen wir zwar nicht, weil das Spiel ist ja quasi perfekt. Aber trotzdem, fürs Prinzip mache ich das trotzdem. Dann macht ihr jetzt auch schon mal direkt ein großes Update für Moto Pinball 8. Zack, das muss nämlich mit allen Mitteln gepusht werden. Das ist ein Megaspiel, das uns enorm viel Geld einbringen kann. Das beste Spiel aller Zeiten. So, wir gehen natürlich auf die Messe, stellen dort ein Moto Pinball 8 ganz groß vor. Aber auch unsere anderen Free-to-Play-Spiele, Beyond the Future 5 und Big Brain 7. Ich glaube, so langsam könnten wir mit Devil King ein bisschen ausklingen lassen und sterben lassen. Ja. Machten immer noch wöchentlich super Umsatz, aber ich sehe da nicht mehr ganz so viel Potenzial. Machen dann nochmal ein normales Update. Die machen das Free-to-Play-Update. Wunderbar. Die Charts sehen schon auch wahnsinnig aus, die Free-to-Play-Download-Charts. Von den 10 meist gedownloadsten Spiele sind 4 von uns. Oh, Beyond the Future 5 geht hoch. Wieso denn das? Geht alles gerade ein bisschen hoch. Vielleicht wird das durch Moto Pinball 8 alles ein bisschen gepusht. So, das normale Update ist fertig. Dann machen wir jetzt noch ein Free-to-Play-Update, ein kleineres, damit das Interesse weit oben bleibt. Weil die brauchen noch relativ lange für das große Update da oben. Können jetzt auch noch mal im Zusammenhang mit dem Update ein bisschen, wo sind wir? In-App-Käufe, ein bisschen mehr In-App-Käufe hinzufügen. Zack und zack. Ja. Das Spiel sollte sich so oder so super downloaden. Ihr könnt jetzt nochmal Spezialmarketing mit der Demo machen. Demo für ein Free-to-Play-Spiel. Ich verstehe es zwar nicht, aber es sollte trotzdem Hype geben. Genau, perfekt. Kai Blumenkranz ist auf dem Markt. Das ist Kai Rosenkranz, der ja, der Musiker, der Komponist der Gothic-Spiele und auch von Risen 1, ein ja, begnadeter Musiker, den wir hier einstellen und dafür irgendeinen schlechten feuern, damit das hier ein bisschen schneller geht. Der Gothic 3 Soundtrack, episch, finde ich wirklich toll. Ich spiele zwar hier auf dem Kanal keine Rollenspiele, privat ab und zu mal ganz gerne, aber jetzt auch nicht super regelmäßig. Aber der Soundtrack von Gothic 3 ist wirklich ja, bombastisch. So, ihr habt gerade nichts zu tun, ihr könnt die mal einfach unterstützen. So, wurde gespeichert. So, das Update ist gleich fertig. Die brauchen noch relativ lang hier oben mit dem blöden Update. Ist in Ordnung. Haben wir schon alles im Griff irgendwie? Wir haben auch schon wieder fast 200 Millionen. Oh Gott, ich habe gerade gar nicht drauf geachtet, aber wir machen ja wieder Geld ohne Ende. Ja, ich glaube, dann können wir wirklich so langsam Konsolenparts erforschen.
Ihr Gehäuse zum Beispiel. Ich meine, langsam kriegen wir das nötige Kleingeld dafür. Big Brain 7 kriegt mal ein kleines Free-to-Play-Update, weil das soll jetzt auch nicht sterben. Das macht jetzt mal unser Hauptentwicklungsteam. Ausnahmsweise. Weil die hier so lange brauchen. Ich hätte da nicht so ein riesen Update auswählen sollen. Das war nicht so klug von mir. Der Server hält das alles aus. Wunderbar. Und Super Lario World 4 hat Moto Pinball 8 verdrängt. Zack, zack. Zack. Okay, es ist das beste Spiel des Jahres und auch das beste Spiel aller Zeiten. Es gibt uns nochmal einen Push in Höhe von 5%. Und jetzt muss ich mir doch mal angucken, was dieses Super Lario World ist. Das ist ja wahnsinnig, wie oft sich das runtergeladen wird. Ist kürzlich erschienen und auch ein 90% Titel. Vom Nintendo. Ja, das wundert mich nicht. Oh ja, jetzt steigt aber alles nochmal ein gutes Stückchen. Aber an die 700.000, da kommen wir natürlich nicht ran. Keine Chance. Jetzt machen wir nochmal ein kleines Free-to-Play-Update für. Haben wir nicht gerade eins für Big Brain 7 gemacht? Oder wird das erst jetzt nächste Woche aktualisiert? Hä? Bin ich bescheuert? Oder ich dachte, die hätten da eins gemacht? Oder hat das nur so wenig gewirkt? Ich hab gerade nicht drauf geachtet. Wir machen nochmal was für Big Brain 7 auf jeden Fall. Weil das halt schon auch mega Umsatz macht. So, wir haben hier hochentwickelte KI, dann erforsche ich die jetzt erstmal. Die brauchen und brauchen und brauchen. Das ist unglaublich. So, jetzt schaue ich hier. Okay, jetzt ist es wieder im grünen Bereich oder im blauen Bereich, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Ja, Ich pushe jetzt nochmal Moto Pinball 8 mit einem kleinen Update, weil die es so ewig brauchen mit dem blöden Update da oben. Weil ich möchte nicht, dass das Interesse verliert. Das Interesse muss bei 100% bleiben, weil das Spiel so ein Riesenpotenzial hat und auch Millionenumsätze bringt. Das möchte ich unbedingt pushen und nach vorne bringen. Beyond the Future 5 braucht auch dringend ein neues Update, weil das verliert Spieler ohne Ende. Jetzt kommt mal in die Pushen, macht fertig. Light Rain haben die, ich glaube, das haben die aber nur gepublished. Die hatten irgendwas anderes in der Entwicklung. Aber cool, das sind ein paar Millionen, die wir damit machen. Das nehme ich gerne mit. Und da schaue ich mir mal kurz an. Vertriebene Spiele. Sieh mal einer an. Light Rain. Und warum haben die sowas gepublished? Ich habe doch eigentlich eingestellt, die sollen eigentlich nur schlechte, also gute Spiele publishen und nicht irgendwelche 50er-Titel. Nee, das will ich nicht. Naja, okay. Solange der mit Gewinn macht, finde ich das in Ordnung, aber schön ist es nicht. Light Rain aber Top-Titel, gut, dass die den gepublished haben. Der hat ja gutes Geld gebracht. Hier Umsatzbeteiligung, ein Traum. Monatlich über 1 Million konstant und die kosten uns monatlich 700.000. Also die bringen uns monatlich Geld. Plus wir können Spiele wunderbar über die publishen. Plus die machen eigene Spiele, die hoffentlich noch in der Wertung nach oben gehen. Also alles in allem kann man da sehr zufrieden mit sein. Das war ein guter Kauf, war eine gute Investition. So, Motor Pinball 8, zack, und jetzt müssten wir noch Beyond the Future 5 pushen. Das sollte eigentlich alles das Studio da oben machen, aber die sind ja gerade schwer beschäftigt. So,
So, wir gehen jetzt bei Moto Pinball 8 nochmal ganz rein mit allen In-App-Käufen. Zack, sollten wir da richtig gut Geld verdienen. 1,5 Millionen pro Woche. Ich werd bekloppt. Ist wirklich wahnsinnig. Aber ich find's beachtlich, Super Lario World 4 ist konstant über uns. Obwohl es ein schlechteres Spiel ist als unseres. 20 Millionen Downloads schon, 50 Millionen Umsatz. Da können wir nicht ganz mithalten. Nee. Aktive Spieler 506.000. Da können wir auch nicht mithalten. Ja, krass. Nee, keine Chance. Das schaffen wir nicht. So, die sind bald fertig. Ja, Gott sei Dank. Ein Ende ist in Sicht. So, Cell 3 Metzel, das war deren Add-on, das jetzt nicht so der Mega-Kracher war, hat aber auch ganz guten Umsatz gebracht. So, die sind fertig. Dann pusht ihr jetzt nochmal Big Brain 7 mit einem kleinen Update. Und die kümmern sich danach um den Rest. Das dauert auch sehr lange hier, das Update. Die Forschung, die hochentwickelte KI. Das Update dauert auch sehr lang. Das hier dauert lang. Und insbesondere das hier. War also gar nicht ganz falsch, was ich gesagt habe. So, gleich ist Messe. Gleich können wir nochmal unsere Spieler ein bisschen präsentieren. Machen wir natürlich auch sehr gerne. Großer Messestand für Moto Pinball 8, Beyond the Future 5 und Big Brain 7. Perfekt, da sind wir auf 93, 74 und 62. Moto Pinball 8 würde ich gerne nochmal auf 100 pushen. Damit das sein volles Potenzial erschöpfen kann. Die sind fertig, sehr gut. Gleich sollte es nochmal ordentlich nach oben gehen. Dann macht ihr jetzt nochmal ein Update für Medieval King. Weil ganz sterben müssen wir es ja jetzt auch nicht lassen. Es bringt ja noch ganz gutes Geld. Daher ein bisschen supporten können wir es noch. Gut, dann gucken wir nach Engine Updates. Wahrscheinlich gibt es keine, weil die. Na doch. Aber viele müssten gerade noch erforscht werden. Das ist 9.1. Passt. Ja, ein leichter Anstieg, aber jetzt auch nicht extrem. Neuer Kopierschutz. So, wir können mal gucken, was unsere Tochterfirma so treibt. Die sind gleich fertig mit Shock 4. 50 bis 70 ist aber jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Vielleicht haben die noch viele Bugs drin und müssen die erst noch fixen. Das kann natürlich sein. Ansonsten, warum vertreiben die so einen Müll? Das verstehe ich nicht. Was denken die sich dabei? Umsatzbeteiligung sinkt. Das gefällt mir nicht. So, okay. Die ist fertig, die Engine. Wir haben aber jetzt während der Entwicklung noch die KI erforscht. Das heißt, die kommt auch noch dazu. Wenn schon, dann richtig. Wir machen hier keine halben Upgrades. Oh, und die brauchen schon wieder ewig. Ich werde bekloppt. Fast 2 Millionen durch In-App-Käufe in einer Woche mit einem Spiel. Das ist schon wahnsinnig. Bekloppt. Naja, ich schlage vor, das war's mit dem Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Es würde mich freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert. Ein Klick für euch, dann freue ich mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Mad Games Tycoon 2 bei Tiger Games mit 300 Millionen auf dem Konto und dem Plan, früher oder später eine eigene Konsole zu entwickeln. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.